Ich möchte auch unbedingt noch zum Thema Körpertemperatur kommen, weil das hat, als ich das erste Mal gehört habe, das war wow, ja, noch einmal eine neue Perspektive, die sich geöffnet hat. Okay, Körpertemperatur, ja. Ja. Weil nämlich auch Ich so bin. viele Probleme die Menschen haben, wo ja wieder irgendwelche Mittelchen es gibt und so weiter. Wenn wir da wüssten, hey, Achtung, kommt zur Ursache, das ist eigentlich Körpertemperatur und was können wir auch tun, um unsere Körpertemperatur ja wieder zu erhöhen, dann können wir uns wieder mehr vergnügen im Leben, haben wir andere Probleme. Es ist so, in meinem Leben passiert es ja immer wieder, dass sich plötzlich irgendwie sowas vor mir auftut und wo ich denke, Wahnsinn, das habe ich ja gar nicht. Wie kommt das dann, dass ich das übersehe? Ja? Und das war eines Tages so, wo ich ein Fieberthermometer angeschaut habe und habe gesehen, ganz simpel, da steht die 37 Grad in Rot und alle anderen Zahlen sind schwarz. Und dann habe ich das so angeschaut und habe gedacht, was heißt das denn? Und dann kam das ins Rollen von wegen, natürlich weiß jeder, dass 37 Grad die Körpertemperatur ist, die normale. Deswegen ist die in Rot, da scheiden sich die Geister. Das eine ist zu viel, deswegen heißt es Fieberthermometer und wird ja auch dazu hergenommen. Und das andere ist aber zu wenig. Und das beachtet niemand. Immer nur auf Fieber. Ja? Und der ganze Fokus beim Arzt oder bei den Eltern ist immer, mein Kind hat Fieber, ich habe Fieber und so weiter. Aber die andere Seite wird nicht beachtet. Das ist aber nicht so. Ein Fieber ist ja eine gesunde Reaktion, kann ich mitkriegen bei meinen Mädchen. Ja, immer wieder, die haben ab und zu mal einfach abends plötzlich Fieber, 38, 38,5. Am nächsten Morgen ist das wieder durch, weil die schön gesund sind, ein aktives, gutes Immunsystem haben. Und da läuft irgendwas durch und der Körper geht in diese erhöhte Temperatur und sagt, jetzt mache ich rein Schiff. Und dann ist es wieder okay, dann sind die wieder auf 37 Grad. 37 Grad ist unsere Idealtemperatur und unsere Normaltemperatur. Deswegen gibt es sogar in Deutschland gibt es ja eine Sendung 37 Grad im ZDF, glaube ich. Ja. Die ist gleichbedeutend 37 Grad mit der Mensch. Auch das kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind auf 37 Grad. Wir sind keine Kaltblütler, Warmblütler und so weiter. Gibt andere Lebewesen auch. Aber wir sind auf 37 Grad geeinigt. Und das heißt, unser Körper weiß, das ist unsere Körpertemperatur und dort arbeite ich optimal. So wie ein Sauerteig in einem bestimmten ganz kleinen Temperaturfenster ideal wird und wenn da drunter ist und drüber, wird es nichts. Und so ist das bei uns auch. Und ja gut, ich habe angefangen zu recherchieren und habe dann gesehen, okay, es gibt zum Beispiel Aussagen darüber, dass die Enzyme bei einem Grad minus, das heißt bei 36 Grad, ungefähr 40% ihrer Enzymkraft verlieren. Enzyme ist aber unser Lebensfunke. Wenn ich jetzt nicht nur 36 Grad habe, sondern 35,5, dann habe ich keine Lebenskraft mehr. Dann schleiche ich vor mich hin, werde irgendwie missmutig, depressiv. Und habe keine Lust mehr, bin unmotiviert und der Körper funktioniert nicht mehr, der geht zu langsam. So ähnlich wie wenn ich Fieber habe, ja, dann geht das halt auch nicht auf Dauer gut, sondern das Fieber ist eine gute Reaktion. Aber die unteren Temperaturen sind eine Hypothermie und das hat Auswirkungen auf unsere Lebenskraft. Ganz, ganz viele Menschen, die mehr so in dieser, wie ich gerade gesagt hatte, depressiv sind, chronisch müde sind, generell chronisch krank sind, ist immer eine Untertemperatur. Und dann gibt es natürlich Gründe dafür, warum ist das so? Sind die Schilddrüsen, arbeiten die nicht gut? Sind die Nebennieren nicht gut? Weil die wiederum die Schilddrüse unterstützen. Hat man
nicht mehr die Fähigkeit, Adrenalin herzustellen, weil die Nebennieren platt sind und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Ursachen dafür. Und man muss, um die wieder hochzubringen, die Körpertemperatur, kann man und muss man was tun. Man muss sich die Organe anschauen. Man kann jetzt stützend eingreifen, zum Beispiel mit der Infrarotmatte. Viele machen das ja auch, dass sie sagen, sie machen jetzt Bewegung. Ja? Viele, die sich bewegen, sagen, ah, sobald ich mal jogge oder irgendwie mein Yoga mache oder in die Sauna gehe oder irgendwie was mache, geht es mir gleich wieder besser. Warum? Weil die Körpertemperatur höher ist und der Körper kann wieder besser entgiften. Er kann klarer denken und so weiter und Auch das Essen verarbeitet. besser verdauen, gell? Das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn wir also wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann können wir das Essen auch nicht so gut verdauen. Weil die Enzyme nicht arbeiten, die arbeiten nur auf 50%. Das ist Und dann unglaublich. kommt noch Glyphosat dazu und Elektrosmog und so weiter, dann sind die Leute platt. Das ist leider einfach die Tatsache, mit der ich hier konfrontiert war. Und wie gesagt, ich habe viel recherchiert, dann habe ich, ich zeige das auch nochmal her, das ist das Buch 37 Grad. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Also es sind ganz, ganz viele Aussagen darüber, was es macht und was die Ursachen sind. Wie gesagt, kann ich jetzt kürzester Zeit nicht alles darlegen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und eine ganz wichtige Aussage, wie dass diese Körpertemperatur hochgehalten werden muss oder wieder in den guten Rahmen kommt. Und eines der Punkte davon ist Infrarot. Eines Mal. Ich verwende Infrarot eben auch schon seit über 15 Jahren und das ist echt der volle Gamechanger. Also klar, wir können auch Dhammasana machen, wir können alte Praktiken machen, um das innere Feuer wieder anzuregen. Und trotzdem im Alltag ist es schon auch fein, wenn wir eine Möglichkeit haben, da auf gechillte Art und Weise uns was Gutes zu tun. Erzähl uns mehr zur Infrarotmatte, weil das ist mir auch so ein Anliegen, dass wir da auch einmal, ja, das Gute in die Welt bringen und das Wahrhaftige und das Originale, genau. Also ich habe das kennengelernt vor ungefähr 15 Jahren, hat mir ein befreundeter Arzt aus den USA, der hat mir gesagt, hier, probier das mal aus oder ich arbeite viel damit und so. Und dann habe ich die bestellt. Diese Matte habe ich im Übrigen immer noch, die liegt in meiner Praxis auf der Behandlungsliege. Das heißt, das ist schon mal eine Aussage nach 15 Jahren. Ich habe sie am Anfang bei mir selber im Bett gehabt und habe drauf geschlafen und so weiter und habe sie verwendet zusammen mit meinen Powernaps und so weiter. Es war so eine der, ja, einfach so integriert in meinen Alltag, ja. Und die arbeitet immer noch. Das habe ich damals kennengelernt und habe sofort gemerkt, das ist Wahnsinn. Also diese Unterstützung, die möchte ich nicht mehr missen. Und vor allen Dingen habe ich dann auch angefangen, die zu empfehlen. Und dann gab es es noch nicht in Deutschland oder Europa. Das heißt, man musste die immer bestellen. Das war wahnsinnig beschwerlich über den Zoll und mit all dem. Jeder, der weiß mal, wie das ist, wenn man aus USA was bringt, ist immer ein Riesenaufwand. Also um es kurz zu machen, ich habe dann gesagt, okay, wir machen einen Internet-Online-Shop auf und bestellen die direkt und bieten die an. Das ist der Beginn des Biomat-Shops. Der hat den Namen immer noch von der Biomat. Und das ist halt eine Matte, die war damals schon über 15 Jahre auch im Umlauf weltweit, überall. Wird in Kliniken verwandt, ist in den USA auch registriert als Medizinprodukt und in Brasilien und Asien sowieso, Korea und China und Japan und so weiter. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Erfahrungsschatz drin.
Und die sind qualitätsmäßig super gut mit Amethyststeinen drin, mit negativen Ionen, Organstrahlen, Schumann-Frequenz und so weiter. Was immer es da braucht. Aber sie sind auch so gefertigt, dass sie halten. Und das ist ganz wichtig. Dann ist noch etwas gemacht, was viele, komme ich vielleicht gleich drauf, viele heutzutage von den Nachahmern nicht machen. Es wird hier mit Gleichstrom gearbeitet, damit diese einfach eine ganz gute Balance und eine ganz gute Strahlung da ist von diesen Infrarotstrahlen, die umgewandelt wird über die Amethysten und so weiter. Damit der Körper wirklich das abkriegt, was er eigentlich vermisst. Denn was er vermisst, ist ja von der Sonne die Infrarotstrahlen. Wir sind ja eigentlich als Menschen aufgewachsen oder entstanden in einem Klima, wo wir ständig Sonne und Infrarotstrahlen ausgesetzt sind. Viele wissen nicht, dass die Sonne zu 50% Infrarot ist. Und nicht nur UV-Strahlen, UVB, UVA und so weiter, sondern das ist die Strahlung, die Infrarotstrahlung. Die brauchen wir nur, wenn wir in unseren Häusern sitzen und in unseren Büros mit abgeschirmten Fenstern, damit es nicht heißt, kriegen wir keine Infrarotstrahlen mehr ab. Und dann sind wir in einer sitzenden Position, so wie wir beide jetzt, aber viele verbringen den ganzen Tag da und dann gehen sie ins Auto, fahren heim, setzen sich wieder hin auf die Couch und so weiter. Und dann gehen sie zweimal in der Woche zum Joggen. Ja, das ist nicht ausreichend für die Bewegung. Aber auch diese Strahlen, die kriegen wir nicht mehr ab. Und deswegen ist das eine Unterstützung, Infrarot wieder ins Leben zu bringen und damit den Körper wieder aufzufüllen. Das Schöne ist ja, dass diese Infrarotstrahlen etwas in Gang setzen, innerlich, an der Eigenbewegung. Das ist ja anders wie eine Wärmflasche. Wärmflasche heißt, die gebe ich auf die Haut, dann wandert die Wärme nach innen. Wenn ich die Wärmflasche wegnehme, ist die Quelle weg. Während was hier passiert mit Infrarot, werden die Zellen selber in Schwingung versetzt und das hält 8 Stunden an. Das heißt, all das, was ich da für eine halbe Stunde oder eine Stunde abkriege an Infrarot, bewegt mich weiter und hält diese Wärme drin. Und dann kann der Körper wieder beginnen, die Organe über die Entgiftung und über die bessere Versorgung, Entsorgung wieder in einen besseren Zustand zu kommen, langsam, beständig, damit ich auch wieder auf diese 37 Grad komme, ohne so eine Krücke zu nehmen, weil es ist eine Krücke. Eigentlich gehöre ich in die Sonne und gehöre ich in Bewegung, wie wir früher halt in der Evolution waren. Und dann ja, bräuchte ich auch keine Infrarotmatte. Aber die Infrarotmatte braucht man, um das zu ersetzen. Und wie du gesagt hast, ist auch eine ganz einfache Sache, sich wieder in die Körpertemperatur zu bringen und all diese Benefits zu haben von all dem, was ich gerade geschildert habe. Ja, absolut genial. Und vor allem auch im Winter, da haben wir auch nicht immer die Möglichkeit, also je nachdem, wo wir wohnen, ja, viel in der Sonne zu sein. Und ja, also es ist total ausgleichend. Ich selbst, also Infrarotmatte ist bei mir eben, wie gesagt, ich habe es, boah, ja, schon 15 Jahre und 2019 habe ich eben die Biomed in Amerika kennengelernt und unglaublich und habe es eben auch immer wieder für Powernaps verwendet, also auch tagsüber oder wenn ich merke zum Beispiel, oh, Achtung, irgendwas ist im Anmarsch oder wo? Ja, hopp, rauf und das Thema war gegessen. Also Einfach richtig. mal durchheizen und sofort Ja. ist das Ganze. Das sind ja auch Vorgänge mit den Hitzeschock-Proteinen, die wiederum darauf auswirken, dass man erstens in eine gute Stimmung kommt, aber auch um Erreger zu beseitigen, Viren, Bakterien, was immer man so aufgenommen hat. Ich bin ja auch jemand, ich fahre hier, weil ich in München nicht gerne mit dem Auto und auch mit der U-Bahn fahre. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs, schon seit Jeher. Beginn der meiner Zeitrechnung. Und auch im Winter, und hier hat es manchmal richtig Winter auch, ja.
mit 20 Grad minus und so weiter, immer mit dem Fahrrad, immer mit dem Fahrrad. Und wenn ich mal was irgendwie merke, ist nicht so ganz busche, auf Raufen. die Biomatte drauf, einmal durchheizen und das Ding ist durch. Also, Ja. Und es ist auch fantastisch. so eine tolle Art und Weise, bei mir zumindest auch, dass ich mich echt einmal entspanne. So, ich lege mich drauf, ich gebe mir eine Meditation oder egal was es ist. Und es beschwingt wirklich den ganzen Tag.